Hallo, hallo, hier ist wieder Shoki Banoki Daily mit einer Tagesdosis Angeberwissen. Heute mit Pujan und Sashi und wir haben den 10. Januar. Und wer hat heute Geburtstag? Weiß ich nicht. Die Frage, die sich jeder stellt. Ja, wer hat heute? Irgendein Promi bestimmt. Irgendein Promi. Komm, sag mal, sag mal. Geburtstag hat ein Mann namens Gunther von Hagens. Der in Fachkreisen auch der Leichenfledderer genannt. Ja, ja. Gunther von Hagens ist am 10. Januar 1945 in Altskalden, Wartland, als Gunther Gerhard Liebchen. Liebchen? Auf die Welt gekommen. Wenn der Liebchen heißt, dann wäre natürlich der Job ein bisschen blöd, den er da ausgibt. Er ist deutscher Mediziner, Anatom und Unternehmer. Unternehmer, weil er aus meiner Sicht dieses total abgedrehte Zeugs in Gold verwandelt hat. Körperwelten, ne? Ja, genau. Körperwelten. Ja. Mittels Austausch der Zellflüssigkeit durch reaktive Kunststoffe. Das heißt, bei dir das bisschen Blut raus und erstmal schön Sekundenkleber rein. Ja, auf jeden Fall, der hat heute Geburtstag. Und ich so sage, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Zu mir? Zu ihm. Ja. Gut. Und am 10. Januar hat Bundeskanzler Helmut Schmidt, damaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt. Nicht der jetzige Bundeskanzler. Nicht der jetzige, der ist ja mittlerweile schon dahin. Ja. Ja. Helmut Schmidt hat den Elbtunnel eingeweiht. Hier sehen wir ihn, hier Helmut Schmidt. Ich glaube, das ist der Bundespräsident, würde ich sagen. Ich glaube, das war der Walter Scheel, bin ich nicht ganz sicher. Okay. Und die haben den Elbtunnel eingeweiht damals. Klar, noch schwarz-weiß. Was macht er da? Öffnet er die Schleusen? Oder eröffnet er direkt die erste Baustelle im Elbtunnel? Nee, die spielen da Space Invaders, glaube ich, oder so. Ah, okay. Die, ja. Die Controller sahen früher also ein bisschen anders aus. Ja, guck mal, wie der Elbtunnel jetzt aussieht. Die Einfahrt, mach mal das nächste Bild. Komm, guck mal. Guck mal. Okay. Das ist das nächste Bild. So sieht der Elbtunnel ja heutzutage aus, wie man da so reinfährt und so. Sieht der in echt auch so verpixelt aus? Ja, ja, der ist auch so verpixelt. Weil das ist ja manchmal, da ist man ja nicht so auf der Höhe. Ne? Baukunst des Kubismus. Richtig, genau. Aber nicht nur das. Eine ganz besondere Nase hat an diesem Tag, am 10. Januar 49 vor Christus, okay, also ein paar Tage davor, den Rubikon überschritten und zog Richtung Rom mit seinen Truppen. Aber warum ist das wichtig? Erstens, damit begann der Bürgerkrieg gegen seinen vorherigen Partner im ersten Triumvirat Gnaeus Pompeius Magnus. Aber, und deshalb habe ich auch dieses Bild ausgewählt, an diesem Tag soll er gesagt haben, Alea jacta est. Das heißt, die Würfel sind gefallen. Also das kommt das, was jeder Asterix-Lateiner kennt, okay, das soll seinen Ursprung an dem Tag gehabt haben. Am 10. Januar 49 vor Christi. Das ist jetzt ungefähr 75 Jahre her. Genau. Übernächstes Jahr habe ich Geburtstag, dann kommt der Pudding dazu. Und dann sind es relativ viele. Ne? 7 plus 7 gibt 21. Aber wir haben auch ein historisches Ereignis. Am 10. Januar 1863 hat in London die erste U-Bahn der Welt eröffnet. 1863? Ja. Wie krass. Wieso? Da war es doch noch kalt. Da war es. Herr Filler? Auf jeden Fall, die Metropolitan Line wurde eröffnet. Hier sehen wir ein Bild von der Metropolitan Line. Aber das ist nicht der erste Zug, oder? Nein, das ist nicht der erste Zug, aber das ist die Metropolitan Line. Okay. Ja, genau. Und das ist alles am 10. Januar passiert. Ja, das kann er, oder? Jetzt überleg mal, damals, stell mal vor, du bist der Erste, der da einsteigt und diese U-Bahn sahen ja nicht so aus. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Holzdinger und so weiter und so fort und alles Cabriolet dunkel und ganz fies gebaut. Und das ist ja wie Achterbahn, wie Geisterbahn ist das ja. Ja, die sind ja nicht so schnell gefahren. Ach so, die sind einfach nur stehen geblieben. So, nee, das ist unsere erste U-Bahn. Und ach Quark, die waren ja so ganz, ganz gemächlich. Mit Pferdekutschen? Wahrscheinlich, ja genau. Die wurden so an so Seilwinden wurden die gezogen von irgendwelchen Sklaven. Von den Passagieren. Von den Passagieren. Waren die Tickets auch günstiger. Ja, die mussten irgendwie in so Trommeln selbst rennen sozusagen. Und dann sind die dann einmal durch. Oder das war so. Aha. Ja, das war alles am 10. Januar. Jetzt könnt ihr rausgehen und euer Angeberwissen anwenden. Und dann, tut das. Und dann hoffen wir doch, dass wir euch weitergeholfen haben. Und wenn nicht, ist es uns auch egal. Viel Spaß. Ja, dir ist es egal. Auf alle Fälle. Ciao. Cheerio, Miss Sophie.